Heute mal wieder euer Scorpio am Start. Heute mal wieder zu einem ganz neuen Video wieder hier, Leute. Also wie ihr schon am Titel gelesen habt, Leute, mache ich wieder auch ein CD-Video. Boah, das macht irgendwie so richtig Bock, irgendwie das zu machen einfach. Deswegen mache ich das ziemlich oft so. Weil da kommen immer so random Leute, so, das ist das Nice daran, so wisst ihr. Und ich habe diesmal mal heute mal nicht mein Kamm mitgenommen, sondern mal was anderes auch. Okay, vielleicht habe ich auch meinen Kamm mitgenommen. Ja, okay, den habe ich natürlich immer dabei. Aber ich habe auch eine Brille mitgenommen. Boah, die sieht so fresh aus, würde ich mal sagen. Brille werde ich auch im Video anziehen jetzt. Und ich will mal gucken, was die Leute dazu sagen. Weil das jetzt eine Versace Brille so. Das ist echt eine fresh Brille auf jeden Fall. Und dazu kann ich euch irgendwann mal anders erzählen so. Aber jetzt ziehen wir mal die Brille im Video an, würde ich mal sagen. Ne? Spaß. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Boah, ich hab den Wind einfach gemacht. Gute Kameraführung, ne? Alles klar? Mhm. Findest du meine Brille? Naja, so eine minus 100 von 10. Ey, weißt schon, dass das eine Versace-Brille ist, ne? Ist mir scheißegal, was das ist. Es sieht aus, als wenn du, keine Ahnung, eine Monobraue hättest oder so. Danke, ja, I'm sorry. Danke auf jeden Fall. Digga, du kannst rich rich sein, aber du siehst trotzdem aus wie eine Mülltonne, also. Ja, gute News auf jeden Fall, ne? Was? Gute Moves auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hab den vorher schon angeschaut. Hallo? Oh wow, du hast ja eine tolle Brille. Ja auch, ne? Finde ich auch. Ich meine, eure Brille sind auch krass, finde ich. Okay. Hallo. Hallo. Was führt ihr da für eine Party? Servus. 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 Ey Leute, seht ihr meine Brille? Was ist denn hier? Ey, wisst ihr, was das für eine Brille ist? Nee. Damit kann ich Zeit reisen, ne? Schlechte Internetverbindung, oder? Boah, ihr braucht echt eine bessere Audioqualität, ne? Oh. Nein, ich kann damit Zeit reisen, ne? Echt? Ja. Sag mal, was ist gleich passiert? Boah, ich würde sagen, also es gibt ja einen Corona-Impfstoff, ne? Ja. Aber es dauert noch etwas, bis der eingesetzt wird, wisst ihr? Aber der wird erst eingesetzt, wenn der, ich weiß nicht, also erst bei Risikogruppen bitte eingesetzt, ne? Das wusste ich jetzt auch schon. Aber das passiert ja in der Zukunft, ne? Achso, okay, ja. Und was ist in der Vergangenheit passiert? Ja, gut, weil es scheiße ist. Okay, ich war ja noch nicht in der Vergangenheit, so, deswegen kann ich ja noch nichts erzählen, so. Ich hab das nur über der Zukunft ausgetestet. Ah, okay. Man sieht sich, ne? Ich hab your head! Er nimmt es. Okay, wie viele Jahre alt? 3. Bist du über 20? Nein, ich bin noch ein Kind. Du bist ein Kind? Ja. Okay, dann sag mal, wie viele Jahre alt? Ich spiele im Spielplatz, weißt du? Was? Ich spiele immer noch auf dem Spielplatz, so, weißt du? Ja, wir auch, ne? Also ist ja nicht so, dass wir auch, ne? Period. Schön ein bisschen rutschen und so, schaukeln. Ja, ne? Also macht Spaß. Ist normal, ne? Also ganz normal, ne? Und dann so mit der Kutsche. Hi. Hello, my friend. What's up? Nick. Kannst du Deutsch? Ich zock so Fortnite. Das fragt mich jeder und ich sag jedes Mal aufs Neue nein. Aber du zockst das doch, oder? Nein. Ich spiele aber Fortnite, ne? Ja, lösch dich, Wichser. Hallo. Ey, hast du Karten in der Hand oder warum klappst du deine Hand so? Ja, ich suche jemanden, der zaubern kann und der mir den Trick beibringen kann.
so, ich dachte, du konntest zaubern. Nee. Ich dachte, du siehst so ein bisschen aus schon wie so ein Magier, weißt du? Ja, ja, genau. Aber ich kann Zeitreisen. Hallo, alles klar? Ja. Warum lacht ihr so? Aber weil ich gerade aus dem Fuß gesehen. Ach so, ich dachte, ihr lacht mich aus wegen meiner Brille. Nein, die ist cool. Nein. Ah, danke. Bist du ein YouTuber? Ja, kennt ihr schon meinen Kanal? Nee, nein. Nee, noch nicht, aber darf ich mir ein Foto von dir machen, weil das sind prominente Leute. Ach so. Bitte. Ich bin kurz davor, prominent zu werden. Ich sag's ja, euch. Ja dann, wie viele Abonnenten hast du denn? Noch 76, nee 77. Boah. Aber okay, es wird schon kommen. Ich hab ein Foto von dir gemacht, ne? Wie heißt du? Scorpio. Kennt ihr schon meine Brille? Was? Meine Brille, kennt ihr die schon? Mhm. Aber sie ist cool. Also ich bin damit schon mal mit der Zeit gereist, ne? Auch damit, ne? Ja, dachten wir schon. Ja, okay, gut. Dann, wenn wir dann Videos finden, abonnieren wir dich vielleicht, ja? Ah, danke. Okay. Korrekt von euch. Aber ich werde... Danke. Okay, tschüssi. Auf jeden Fall noch in die Zukunft reisen, hm? Ja, cool, okay. Tschüss. Aber guck dir mich nur so an. Moin, Meister. Welche Antwort? Ja, wir haben Lutschmeister. I'm in a bad bitch. Zeig mir mal. Ich bin meine Kasse. Warum? Aber ich kapier nicht, warum ich nicht gewandt wurde. Oha, hier mit Strichen im Weg. Du hast ja Strich in deinem Hals. Der Friseur hat Scheiße gebaut. Scheiße. Oh, Digga, dein armes Geld. Fuck. Oh, sieht das behindert aus, du armer Digga. Der hat ja voll dumme Striche reingemacht. Der ist abgerutscht, ne? Oder du hattest so. Der ist abgerutscht. Ja, Digga, oh, du armer Digga, das sieht so scheiße aus. Ich hab umsonst 20 Euro bezahlt. Ich wollte noch fragen, ob die Friseure öffnen. Ist deine Kamera auch so schräg? Ich kann sie auch gerade machen. Ach so, ich dachte, du lädst dein Handy auf. Hallo? Kannst du mich hören? Internet. Corona. Ja, ist Corona. Wem rede ich denn? Was ist das? Ein Schneemann? Das ist ein Lolli, okay? Ach so, ich dachte, ich rede schon mit dem Schneemann. Nein. Wer bist du denn? Willst du mich abknallen? Ich hatte schon Angst gehabt. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, weil das Mike ist offen. Ach so. Ach man, ich werde es anrufen. So. Hallo. Hallo. Ich dachte, ihr wollt mich schon abknallen. Hallo, was geht's? Soll ich sagen, was geht? Ich. Stabil. Das ist ein Hund? Ich will mit deinem Hund reden. Na, was geht? Hallo? Kenny, schau mal. Der checkt's nicht. Kenny da. Wie heißt der denn? Kenny. Kenny. Kannst du mich hören? Kenny, schau mal. Warte, ich zieh mal kurz meine Brille aus. Kenny, kannst du mich hören? Schaut dich an. Bell mich mal an. Glaube ich, auf mein Hund hat irgendwas gehört. Und ich versuche ihn gerade schon zu halten. Ich glaube, der wird gleich ausrasten. Ich kann mal die beruhigen, okay? Zockst du? Ich? Ja, ab und zu mal. Also Fortnite. Was denn? Fortnite zock ich. Bist du gut? Der Beste, ich sag's dir. Sicher. Ja, ganz sicher. Das triggert mich, weil du echt eine Brille an hast. Jetzt wirklich? Ja. Soll ich die ausziehen? Ja. Boah, mich triggert das jetzt auch ein bisschen, weil ich die ganze Zeit in diese Brille reingeguckt habe. Und diese Farbe ist halt, der Kontrast halt, ist komplett anders als so in der Realität halt, wenn man mit Augen mit dem Nummer. Das ist immer so. Naja, was immer. Ja, Leute, also den Rest mache ich heute Abend. Ich muss gleich los zum Termin, so wisst ihr. Ihr wisst Bescheid, Leute. Man sieht sich. Bis gleich. Ja, jetzt wird das Video wieder fortgesetzt. Hallo? Ja,
feiere ich auf jeden Fall. Dankeschön, ich dich auch. Danke. Hallo. Was geht's? Ich zeichne und ich esse. Zeichnen? Kannst du das? Also hast du Talent dafür? Ja. Kannst du mir mal zeigen, was du bezeichnet hast? Das ist schön. Ich bin damit mal durch die Zeit gereist mit der Brille. Aha. Ich war schon in verschiedenen Zeiten drin, auf jeden Fall. Echt? Ja. Das ist cool. Also ich muss halt 5-mal auf diesen Knopf, also hier oben drücken. Dann bin ich schon weg, weißt du? Mach mal. Wenn ich jetzt nicht austesten, jetzt nicht bevor das nicht, dass noch irgendeiner auf meinen PC kommt, weißt du? Ach so, ja. Und du weißt ja schon, Zeitreisen, also man kann ja, wenn man was verändert, so, dann könnte eine Sache ganz anders aussehen, weißt du? Ja, ja. Was machen Sachen? Ich habe schon Sonnenbrille. Ja, was machen Sachen? Wer hat diesen Spruch nochmal gesagt? Ich weiß es gar Kein nicht. Kein Plan. So eine Oma. Wie heißt das denn? Nicht so richtig Oma. Das war so, keine Ahnung, genial. Keine Ahnung, was selber. War das nicht von irgendeiner RTL2-Serie? Was? War das nicht von irgendeiner RTL2-Serie? Kann sein. Oh. Hallo? Wie findest du meine Brille? Sieht gut aus? Ah, danke. Warum lachst du? Welcher Motorradhelm? Sieht echt gut aus. Oha. Hallo? Hi. Was geht's? Nichts bei dir? Das ist echt eine frische Brille, finde ich. Ja, du auch. Ich. Rap mal. Warte, ich rap schon an. Weihnachtsmann, ich hab dir einen Brief geschrieben und deine Mutter macht. Lust auf Chips? Ey, warte mal. Da hast du auch diesen Gorilla, ich meine diesen Affen, der so hängt, ja, weißt du? Der hängt das bei Mutter. Lust auf Chips? Paprika. Lust auf Chips? Ciao, ich wollte Ihnen nur mal sagen, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachten. Ah, danke, dir auch. Und Buchocho. Soll ich auch mal auf die Kamera so richtig nah dran gucken? Ich dachte schon, warum guckst du mich die ganze Zeit so an, weißt du? Ja, du hast auch geguckt. Ja, ich wollte das extra machen. Ciao. Nice Musik auf jeden Fall. Die ist ja kaputt. Ich weiß. Was? Hart, Jungs, gibt dich wohl. Das sieht richtig gut aus. Ist wirklich? Super sexy auf jeden Fall. Danke. Diese Brille, ne? Die nervt mich schon ein bisschen. Weil die ist halt abgebrochen, weißt du? Oh. Warum hast du kaputt gemacht? Ja, das ärgert mich auch richtig. Ich hab mich aus Versehen draufgesessen, so, weißt du? Boah, das war eine Hugo Boss Sonnenbrille. Hast du auch Sonnenbrille? Nee. Hab ich nicht. Ah, schade. Doch. Nein, hab ich nicht. Ich kann dir eine geben, wenn du willst. Ja, nett. Das kommt morgen an. Es kommt morgen an. Was hältst du von meinem Outfit? Also meine Brillen und so, weißt du? Cool. Ah, danke. Willst du auch sowas anziehen? Wie bitte? Willst du auch so ein Outfit anziehen? Ist auch draußen? Nee. Schade. Ich gehe so jeden Tag raus. Jawohl! Nein! Moin Moin! Ja, was hältst du von meinen Brillen? Das sieht richtig geil aus. Ja, wirklich? Ja, Mann, das sieht richtig stylisch aus. Welche Brille findest du am besten?
ich finde die zweite mit dem grünen Rand am schönsten. Fresche Brille. Oha. Oh, bitte nicht weg. What the fuck? Aber ich möchte was fragen. Ja, frag mal. Warum hast du erstens so viele Sonnenbrillen auf? Weil ich es kann. Okay, und die zweite Frage, bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Ich verstell die Stimme. Du hast deine Stimme voll hochgepitcht. Ne? Ja, ich weiß. Ich bin gut. Dann bist du, ich würde sagen, ein Junge. Nein, ich bin Mädchen. Ich bin Mädchen. So ein Kinderscheiß will ich nicht. Kannst du zum Kindergarten gehen, ne? Sowas dulde ich hier nicht. Uhe! Sowas dulde ich hier nicht. Zeig mal ein bisschen Respekt und ein bisschen Vernunft. Outfits. Ja. Du siehst ja toll aus. Ja? Ja. Drei Brillen? Ja. Ich kann noch eine vierte holen, wenn ihr wollt. Ja, mach mal auf den Mund bitte. Warte mal. Das dauert einen Moment, ne? Gib mir auf jeden Fall noch ein, zwei Minuten, so wisst ihr. Okay. Aber nicht ausziehen! Das sieht scheiße aus! Guck, wenn ich das so machen würde, das sieht jetzt scheiße aus! Das sieht jetzt einfach kacke aus! Hallo? Oder welche würdest du sagen, die am teuersten ist? Die in der Mitte? Die grüne? Die du hier hast. Ach so, ja. Ja, sieht man direkt, oder? Ja. Ich frage direkt, ich frage halt immer so Leute, die das. Es gibt ja manche, die checken das auch nicht, weißt du? Aber echt unbequem, so viele Brillen zu tragen. Warum machst du es dann? Weil ich es kann, weißt du? Weil ich will den Rekord brechen, weißt du? Okay. Und da kann ich halt schon mal ein bisschen üben, so wenn ich vier Brillen trage. Weil weißt du zufällig, wo der Rekord liegt? Nee. Aber ich sag's dir, ich verspreche dir, ich breche den Rekord auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Danke dir. Echt big. Der Gorilla mit der Sonnenbrille. Sorry. Nicht nur mit der, sondern mit vier Sonnenbrillen. Ja, der Gorilla mit den Sonnenbrillen. Ist normal. Ey, wisst ihr, warum ich so viele Sonnenbrillen trage? Nee, weil wir strahlen. Wie bitte? Weil wir so strahlen. Ich strahle jetzt richtig. Halt mit unserer Schönheit, da braucht man halt ein bisschen Putz, ne? Es war nur Spaß. Ich meine, ja. Ich will eigentlich den Rekord brechen, wisst ihr? Den Weltrekord, der die meisten Sonnenbrillen trägt. Den brichst du aber mit vier. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen üben, weißt du? Üben, Sonnenbrillen üben, mach ich auch mal. Irgendwann werde ich es schaffen, auf jeden Fall. Viel Glück! Ja. Aber danke euch. Was grinst du so? Ja, stimmt irgendwas an mir nicht? Nice Musik. Höre ich auch immer. Ja, kennst du das auch, wenn die Leute dich immer auslachen? Ich weiß auch nicht, warum die mich immer auslachen, so, aber irgendwie lacht mich jeder aus, so, weißt du? Das ist nicht gut. Ich weiß. Ich weiß auch nicht, warum. Ich mache mir immer Gedanken darum. Aber ich weiß halt nicht, warum das so ist. Ja, ich auch nicht. Ich kann dich nicht weiterhelfen, tut mir leid. Ui, der maximale Drip. Ah, danke dir. Jetzt blendet es dich nicht. Das hat er nicht so, ne? Warte, ja, mach, ja, mach voll die Wache. Mach Schala? Voll die Blende. Kannst du dich nicht entscheiden? Nee, ich brauch halt unbedingt diese Sonnenbrillen. Weil es mir viel zu hell ist, so was. Voll die sexy Brille, Alter, die Leon grüne da. Voll hässlich. Wollt ihr auch eine haben? Nee. Die sind alle schwul. Ich kann euch eine verkaufen. Du schwuchtel. Die schwul, und du auch. Preis, Alter. Die sind schwul. Schwuchtel. Kennt ihr noch mehrfach Begriffe? Das ist aber eine sehr, sehr, sehr. Nette. Der redet gerne mal, bekommt noch geschrieben werden. Kassiert! Nette Wortwahl auf jeden Fall. Du schaffst es! Ey, du Transe, halt die Fresse jetzt! Ich bedanke euch auf jeden Fall, dass ihr mich Transe nennt. Ich bin auch Transe. Ja, weißt du? Ein Applaus für deinen Mutter.
Und jetzt gehen wir weiter blasen, ja? Geh mal weiter schwänzen, lutschen und sauber reden. Ja, Mama. Du Staubsauger. Was kann ich dafür, wenn ich trans bin? Guck mal, du bläst was in das Mikro rein, Nimm doch das scheiß Mikrofon in deinen Mund mal. Dann kannst du gucken, wie weit du das reinbekommst. Ich will das machen. Ich bin auch schwul, ne? Wisst ihr das? Boah, wie alt bist du? Genauso alt wie ihr. Ja, genau. Also ich spiele auch gerne, ich spiele gerne auch auf dem Spielplatz, wisst ihr? Vorher doch gesagt, dass ich ein Kindergartenkind wäre. Ja, ich war ein bisschen. Jo, der Trip! Ah, danke euch. Danke. Habt ihr auch sowas? Hä? Ah, wie viele sind das? Ich glaube, du hast noch eine Note. Hallo? Und? Was geht bei euch? Darf ich dich aus dem Fenster in die Küche? Soll ich schon? Ich wollte eine Sonnenbrille von mir abkaufen. Schöne Maske, ne? Nice Party, ne? Hallo? Hallo. Oh, endlich mal welche mit mir reden. Weil es waren immer Leute, die mich weggekickt haben. Ja, aber es war auch. Ich wollte mich jetzt auch rein. Ich würde gerne was sagen, so, aber. Oder nicht? Ihr habt echt gutes Internet, finde ich. Einer wenigen. Wirklich der Erste, der noch. Kein Ding. Ey, wollt ihr eine Sonnenbrille von mir abkaufen? Ja, aber die rechte bitte. Ja, wir wollen die ganz rechte. Also die grüne. Oder nicht, Alter? Finden Sie meine Sonnenbrille? Fresh. Ja, danke euch. Hello? Hello? Where are you from? From Germany. And you? Oh, nice. Hallo? Hallo. Wie findest du meine Sonnenbrille? Sehr schön. Danke dir. Aber ich habe noch mehr davon, ne? Welche? Die auf dein Auge ist. Ja. Willst du mir abkaufen? Nee. Willst du von mir Sonnenbrillen abkaufen? Ich habe 4 Stück. Ihr könnt euch eine aussuchen. Ich kann euch auch eine schenken, wenn ihr wollt. Was ist eine Habe ich noch nicht in meiner Sammlung. Ja, aber man Ey, wollt ihr auch eine geschenkt bekommen von mir? Ja. Warte, sucht euch eine aus. Wie würdet ihr euch entscheiden? Warte mal, ich hab erstmal die Brille hier. 6,5 Stunden spät. Ja, sehr gut. Ja? Die würdest du gerne geschenkt bekommen? Ich sag euch, ja, die Brille ist ehrlich die beste, finde ich auch. Leute, das war's zum Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video so. Und ja, tut mir auch leid für die kleine Verspätung so. Das ist manchmal so, manchmal so. Also manchmal habe ich auch viel zu tun, so wisst ihr. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch frohe Weihnachtstage so. Und lasst es euch gut gehen so. Also wir sehen uns im nächsten Video, ne?